Ja, liebe Freundinnen und Freunde, wer sich heute und hier um das Amt der frauenpolitischen Sprecherin bewirbt, der kommt natürlich nicht um die Diskussion zur Frauenpolitik herum. Und zu diesem Diskurs kann ich nur sagen, was wir hier nicht brauchen, das sind Scheingefechte. Wir brauchen hier keinen Zickenkrieg Frau gegen Frau, dümmlich aufgemotzt durch die Bild-Zeitung. Wir brauchen keine Anfeindungen, alt gegen jung oder jung gegen alt und schon gar nicht unter der Gürtellinie. Was wir hier brauchen, das sind Auseinandersetzungen in der Sache und Lösungen für das, was Frauen wirklich nervt, liebe Freundinnen und Freunde. Und das, was mich derzeit wirklich nervt, das ist doch wohl die Einstellung unserer Bundesfamilienministerin Christina Schröder. Da sagt sie doch allen Ernstes, wir erkennen an, dass es Unterschiede gibt, auch zwischen Mann und Frau. Ja, und dass man als Konservative die Realität akzeptieren müsse. Aber ich sag euch doch, liebe Freundinnen und Freunde, wenn die Realität so aussieht, dass es in den DAX-Vorständen so gut wie keine Frau gibt, dass so viele Frauen viel mehr als Männer in prekären Beschäftigungsverhältnissen leben und Frauen im Durchschnitt mit 23% weniger verdienen, dann kann ich die Realität so nicht akzeptieren, liebe Freundinnen und Freunde. Und da sagt Frau Schröder auch noch, wir Frauen, wir wären selbst dran schuld. Wir könnten doch mal lernen, ein bisschen besser zu verhandeln. Und da sag ich hier aus meiner beruflichen Erfahrung heraus, ich habe selbst schon erlebt, wie eine Kollegin in meine Agentur reingegangen ist zu Verhandlungen. Da sagt der Chef, bei uns wird hier nicht verhandelt, das Gehalt ist für jeden fix. Dann geht der männliche Kollege rein und ohne dass er verhandelt, kriegt er 300 Euro mehr aufs Konto. Das ist doch eine Frechheit, liebe Freundinnen und Freunde. Wenn so die Realität aussieht, dann kann ich das nicht akzeptieren. Und dann hat Frau Schröder auch noch was Schönes gesagt. Die hat gesagt, eine Quote, das ist doch immer auch Kapitulation der Politik. Heißt es denn also, die CSU mit ihrer kürzlich beschlossenen Frauenquote hat jetzt kapituliert? Ich meine, das wäre vielleicht auch ganz schön, aber andersrum wird doch wohl ein Schuh draus. Auch die CSU hat jetzt mal so langsam kapiert, dass es ohne Frauen nicht geht in der Politik, liebe Freundinnen und Freunde. Und da sage ich viel Glückwunsch, Horst Seehofer, dass Sie das erkannt haben. Wir haben das bei Bündnis 90 die Grünen schon lange erkannt. Und wir machen das nicht so larifari wie die in der CSU. Die haben mit Hängen und Würgen so eine Pseudo-Quote beschlossen. Das gilt nicht mal für alle Vorstandsposten, das gilt nicht mal für die Parteitagsdelegierten, das gilt nur für ein paar wenige Posten. Und da sag ich der CSU, macht's lieber gleich so wie das Original in der Frauen- und Gleichstellungspolitik. Das ist Bündnis 90 die Grünen. Frauenpolitik ohne Wenn und Aber, da könnt ihr noch was von uns lernen, liebe CSU. Aber ich sage auch, als Grüne müssen wir auch selbstkritisch bleiben. Das zeichnet uns aus. Und wenn wir weiterhin Vorbild bleiben wollen in der gerechten Beteiligung von Männern und Frauen, auch in unserer Partei, dann müssen wir uns auch in Zukunft noch sehr anstrengen. Ich war ja in den letzten Wochen bei euch überall unterwegs. Ich war in Potsdam, ich war in Halle, ich war in Stuttgart, in Würzburg, in Halle, Kassel, wo auch immer. Da habe ich gesehen, auch und gerade bei solchen guten Umfragewerten, wie wir sie derzeit erleben, auch für uns steht noch viel Arbeit ins Haus, wenn wir alle Listen und Ämter paritätisch mit Frauen und Männern besetzen wollen. Aber das muss weiterhin unser Ziel bleiben, liebe Freundinnen und Freunde. Die Neumitgliederstudie hat auch gezeigt, es treten sehr viele Grüne bei uns ein, das ist super. Davon sind aber nur 36% Frauen. Das ist mir ein bisschen zu wenig. Und wenn ihr mich zur frauenpolitischen Sprecherin wählt, dann sage ich auch, will ich, dass wir weiter Vorbild bleiben in der gerechten Beteiligung von Frauen und Männern, dann will ich, dass noch mehr Frauen auch aktiv bei uns mitmachen wollen, liebe Freundinnen und Freunde. Und was will ich dazu tun? Ich habe euch einige Vorschläge gemacht in den Bewerbungsunterlagen. Ich habe gesagt, ich will in Nord, Süd, Ost und West große Kongresse auch für die neuen Mitglieder organisieren, dass wir auch hören, was erwarten denn die neuen Parteimitglieder von uns, wo wollen die sich einbringen. Wenn wir wieder ein bundesweites Mentoring-Programm machen wollen, seit 2007 liegt es meines Wissens auf Eis. Hessen geht da mit gutem Beispiel voran, die haben aktuell 23 Tandems und das müssen wir auch wieder deutschlandweit machen, gezielte Frauenförderung. Wenn wir wieder ein Kompetenznetzwerk aufbauen könnten mit Frauen,
mit guten Frauen, damit wir bei Veranstaltungen und Podien nicht mehr sagen können, da war keine Frau verfügbar. Sowas will ich nicht, liebe Freundinnen und Freunde. Ich will, dass Servicestelle im Bundesvorstand sein, dass es nachher nicht mehr heißt, es fehlen uns Frauen. Oder noch ein weiterer Vorschlag, eine Wahl, die grüne Frau des Jahres. Ich weiß, es gibt schon etliche Preise, aber das wäre endlich mal ein sinnvoller Preis. Die grüne Ökologin des Jahres, die grüne Unternehmerin des Jahres. Ich will, dass wir hier alle Frauen bei uns willkommen heißen, auch gerade Frauen mit Migrationshintergrund. Ich will, dass wir die erste Anlaufstelle für gute und engagierte Frauen bleiben, liebe Freundinnen und Freunde. Und apropos gute Frauen, wenn die EU-Kommissarin Viviane Reding die Diskussion um Quoten auch eröffnet in Aufsichtsräten, dann bin ich der Meinung, sollten wir sie dabei unterstützen. Wir sollten uns Länder anschauen wie Norwegen, die haben es in nicht mal 3 Jahren geschafft, 40% Frauen in die Aufsichtsräte zu kriegen. Und ich meine, was die Norweger können, das können wir hier in Deutschland schon lange, liebe Freundinnen und Freunde. Dann gibt es dann noch so ein Thema, was ich ansprechen will. Da sagen mehrere Leute, das ist nicht sexy, das lockt keinen hinterm Ofen vor. Ja, das ist Europa. Und ich meine, keine Politikerin hier im Land, kein Politiker, weder in den Kommunen, noch in den Ländern, noch im Bund, kann sich das erlauben, die EU zur Seite zu schieben oder nur den studierten Expertinnen zu überlassen. Ich meine, die EU geht uns alle an und wir werden es auch gerade sehen, wenn es um den neuen EU-Haushalt geht, ab 2013, wenn dann plötzlich weniger Forschungs- und Fördergeldern in Deutschland ankommen. Und gerade in Ostdeutschland, das wird eine ganz wichtige Frage sein und ich meine, Europa geht uns hier alle an und da müssen wir mitbestimmen wollen, liebe Freundinnen und Freunde. Ich will ein starkes Europa und das sage ich nicht nur, weil ich selbst Europawissenschaftlerin bin. Wenn wir sagen, die EU soll Vorreiterin in der Klimaschutzpolitik sein, wenn wir sagen, sie soll Vorreiterin auch in der gemeinsamen Entwicklungshilfepolitik sein, dann sage ich, wir müssen auch endlich mal über eine EU-Steuer nachdenken. Die EU soll handlungsfähig bleiben und da sage ich, wir brauchen eine Steuer auf Kerosin und Finanztransaktionen, denn das kann doch allen am Ende nur helfen, der EU, weil sie handlungsfähiger wird und den Menschen weltweit. Ziel muss es sein, dass wir endlich wieder gemeinsam helfen können, Leuten in Pakistan zum Beispiel bei Katastrophen, endlich gemeinsam schneller handeln, liebe Freundinnen und Freunde. Für mich ist die EU immer noch eine Schicksalsgemeinschaft. Ich meine, wir müssen hier unser Schicksal wieder selbst in die Hand nehmen. Wir dürfen es nicht Ratingagenturen überlassen oder den Börsenwerten, den DAX-Kursen. Wir sollten unser Schicksal in Europa selbst bestimmen. Da muss Frau Merkel endlich mal in die Puschen kommen, liebe Freundinnen und Freunde. Und apropos, Cem hat heute schon viel zum Thema Bildung und Ausbildung gesagt. Da hat Frau Schröder auch was Merkwürdiges gesagt, nach dem Motto, wegen der Mädchen würde es zu oft in der Schule um Schmetterlinge und Ponys gehen und zu selten um Fußball. Aber ich meine, das ist doch gar nicht unser Problem in der Bildungspolitik, liebe Freundinnen und Freunde. Es geht doch hier um Chancengleichheit. Es geht darum, dass jeder nach seinen Talenten gefördert wird, in guten Ganztagsschulen, in optimal ausgestatteten Kitas, von Männern und Frauen erzogen. Und dann sage ich, ist es egal, ob die Jungs nachher in der Schule Schmetterlinge malen und die Mädchen Fußball spielen. Jeden optimal nach seinen Talenten fördern. Das muss unser Ziel sein in der Bildungspolitik, liebe Freundinnen und Freunde. Und apropos Talente. Es gibt da noch eine Gruppe, die liegt mir sehr am Herzen, weil es mich auch selbst in der Familie betrifft. Und das sind die Alleinerziehenden. Und da frage ich mich, da verschwenden wir derzeit noch zu viele Talente. Frauen, die nicht arbeiten gehen können, weil einfach die Strukturen nicht da sind. Kitas, die zumachen, in der Mittagspause oder 6 Wochen in den Sommerferien sich verabschieden. Aber wo soll ich denn hin mit meinem Kind, wenn ich bei Aldi arbeite und das heißt, samstags abends um 21 Uhr musst du zur Inventur? Darüber würde ich wirklich gerne mal mit den Arbeitgebern sprechen. Dazu mache ich gern noch mal eine große Deutschlandtour. So kann das meines Erachtens nämlich nicht weitergehen, liebe Freundinnen und Freunde. Aber ich will mich nicht nur aufregen, sondern auch Positives berichten von meiner Tour durch Deutschland. Da habe ich viel positive Stimmung erlebt und ich will natürlich mit euch zusammen nächstes Jahr bei den Wahlkämpfen mithelfen. Ich will, dass wir in Bremen weiter regieren können mit Caro Linnert als Finanzsenatorin, mit Reinhard Loske, der eine gute Umweltpolitik macht, dass Winfried Kretschmanns Porträt endlich in der Villa Reitzenstein aufgehängt wird. Er kann sich es momentan noch nicht gut vorstellen, aber ich finde das prima. Letzter Punkt, Stichwort Mitstreiterinnen und Mitstreiter. Auf meiner Tour durch Deutschland habe ich natürlich auch mit vielen Männern gesprochen. Wer hätte es gedacht? Und die Männer haben mich natürlich zu Recht gefragt, wo sollen wir denn eigentlich mitmachen? Wir haben doch, ihr habt die BAG Frauen, das ist gut.
Die Schwulen- und Lesben haben bei uns die Berge, die Schwulen- und Lesbenpolitik, das ist auch gut. Aber ich finde, das ist eine berechtigte Frage, liebe Freundinnen und Freunde, wo wir auch mit Männern, in welchen Formaten wir sprechen können. Und da sage ich, ich möchte Formate finden als frauenpolitische Sprecherin auch, wo wir mit den Männern gemeinsam über neue Rollenmodelle sprechen können, über die Verteilung von Macht und emanzipatorische Erziehung. Das Thema Geschlechtergerechtigkeit geht die ganze Partei an und dafür sind wir alle zuständig, liebe Freundinnen und Freunde. Noch eine letzte Sache zu mir. Ihr wisst ja, mein Hobby ist Singen. Und keine Angst, ich singe euch jetzt nicht noch zum Schluss eine kleine Arie vor. Ich singe nämlich lieber im Chor. Und ihr habt jetzt schon einige gute Leute in den Chor gewählt. Ich glaube, da drüben stehen sie mit Claudia, mit Cem, mit Steffi und mit Dietmar. Ich denke, jeder Chor braucht auch mal frischen Wind, braucht neue Töne und eine neue Klangfarbe. Und um dieses Vertrauen möchte ich mich heute hier bewerben. Über eure Unterstützung würde ich mich sehr freuen. Herzlichen Dank.